Hallo und herzlich willkommen zurück. Und ja, wie man schon sieht, beziehungsweise hört, heute gibt's das Gameplay mal mit Ton, ja. Und zwar, weil ich bin ja in der letzten Folge übelst dumm gestorben. Hat man ja gesehen, wenn man die... Ne, die 203 war das. Das hier schon die 205. Und ja, das war übelst ärgerlich natürlich. Und da habe ich jetzt mir gedacht, da musstet ihr alles halt nochmal neu erfarmen. Und habe jetzt ganz viel gestripmined und so weiter, offscreen gemacht. Und da will ich gleich mal zeigen, was ich da alles zusammen gesammelt habe. Also hier erstmal ganz schön viel an Cobblestone, Redstone natürlich. Und hier noch eine Cobblekiste. Dann habe ich mir natürlich eine neue Spitzhacke verzaubert mit Effizienz 4 und Haltbarkeit. Da war ich sehr froh. Und ein Schwert wieder aus Diamanten. Wir haben jetzt, glaube ich, gar keine mehr. Das wird sich aber gleich ändern, denn ich habe ganz schön viele Diamanten freigelegt, aber noch nicht abgebaut, und die wollen wir jetzt mal gemeinsam abbauen. So, da hinten haben wir noch einen Gang. Ich weiß gar nicht mehr, was das hier war. Da war, glaube ich, Lava dahinter. Ach ja, hier, das ist auch alles noch so ein bisschen, das hat mich gestört, oder stört mich vor allem das hier. Und hier haben wir noch Redstone. Ich habe auch alles an Redstone immer mitgenommen, wegen den Leveln halt, aber man kann eigentlich auch mal, wenn man sowas liegen lässt, ist auch nicht so schlimm. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal hier durch. Ja, heute mal mit Originaltexturen, einfach weil ich es ein bisschen native halten wollte. Denn heute ist auch ein ganz besonderer Anlass, warum ich das jetzt hier aufnehme mit Ton. Und zwar kam heute vor 2 Jahren, habe ich das erste Mal aufgenommen. Also nicht exakt heute, eigentlich am 3.6. vor 2 Jahren, genau. Und heute haben wir halt schon den 5., weil ich am 3. Doch keine Zeit hatte zum Aufnehmen, wie ich erst gedacht hatte. So, dann gehen wir mal hier lang. In unseren ersten Gang. Ich weiß nicht, ob ihr das hier schon kennt. Nee, dürft ihr doch noch nicht kennen. Wir können auch sprinten. Ach so, und ich war die ganze Zeit da friedlich, weil damit ich kein Essen verbrauche, das mache ich jetzt auch mal. Damit ich hier sprinten kann, vernünftig. So, da haben wir die ersten Diamanten. Glücksspitzhacke haben wir leider zurzeit nicht. Deswegen nehme ich das einfach mal so mit der Eisenspitzhacke mit. Weil die Glücksspitzhacke haben wir ja verloren. Schlau wie wir sind. So, das war's auch schon. Dann können wir hier wieder zurück. Und sind um 6 Diamanten reicher. Übrigens, das hier ist Höhe 5, also ziemlich tief. Da gibt es dann auch nicht mehr so oft die Diamanten. Ich weiß gar nicht, warum ich die Mine so scheiße gemacht habe. Keine Ahnung. Ja, ja. Manchmal klappt es halt nicht so, wie man will. Ich meine, die Mine kann man sich ja nicht aussuchen. So. Na. Die nächste Folge wird dann wieder stumm sein, so wie immer. Das soll ja nicht die Regel werden, nur mal heute. So, hier sind die nächsten. Leider nur 3 Stück. Schade. Aber lässt sich jetzt auch nicht ändern. Ich glaube, hier war noch welche. Ne, da war Lava. Okay. Dann gehen wir hier halt wieder zurück. Ja. Kannst du glauben, dass es schon 2 Jahre alles alt ist hier? Dass ich schon vor 2 Jahren genau in der Welt gezockt habe hier. Ist unfassbar. Damals noch so übelster Noob gewesen. Musste ich mir noch alles zusammenreimen, wie was geht und so weiter. Keine Ahnung. Dann noch mit der schönen alten 1.2.5. Ja, ja, die schönen alten Zeiten. Ich habe überlegt, ob ich das nochmal so ein Reloaded mache von der ersten Folge. Dass ich einfach nur mal den Seed nehme, in die 1.2.5 gehe und dann das alles nochmal mache. Aber habe ich dann doch nicht gemacht, weil das Gameplay soll halt nur hier von der Welt immer sein. Also immer nur die Welt hier sein und nicht irgendwie was anderes.
Und das Special, was ich in Folge 200 gemacht habe, das war ja auch ganz schön cool, wie ich finde. Ist für mich sogar schon ein bisschen länger her, weil ich jetzt länger wieder nicht aufgenommen habe. Demnächst nehme ich jetzt auch wieder normales Let's Play auf. Habe ich dann doch nicht mehr gemacht. Am Montag mache ich vielleicht morgen noch. Weiß ich noch nicht. Na komm, jetzt sprinte mal hier ordentlich. Die Schilder kann ich natürlich dann wieder mitnehmen. So. Ja, drei Flöze haben wir abgebaut. Ich glaube, zwei oder drei kommen noch. So, hier ist das nächste. Das ist wieder ein bisschen größer. Oh, oh. Ja, das ist einiges hier. Sieben Stück. Und die Kohle nehme ich auch wieder mit. Ach, das kann ich mit unserer schönen Spitzhacke machen hier. Wenn wir die schon einmal haben. Ja, und dann mal gucken, was wir dann demnächst so machen. Ich werde dann die nächsten drei Folgen jetzt noch im Anschluss aufnehmen. Und morgen dann, wenn alles klappt, noch das normale Let's Play. Aber da bin ich mir noch nicht sicher. Müsste ich wieder zwei Stunden aufnehmen. Ich habe auch noch ein paar Themen. So, dann ich glaube, hier ist noch was. Oder? Ja, nächste Folge haben wir dann auch wieder ein Texture Pack drin, das ist ja klar. Ich glaube, hier ist nichts, nee, da ist nichts mehr, Mist. Na ja, dann wieder zurück. Dann war es noch ein Gang weiter. Das mit dem Gravel nervt immer. Und ich guck mal. Okay, ein bisschen Zeit haben wir noch für die Folge. Die sollte auch wieder nicht allzu lange werden. Also ich mache die immer so 10 Minuten, 11 Minuten. Das ist immer die beste Länge, weil sonst werden die zu groß, die Dateien. Ich rendere das ja auch immer in 480 Pixel. Auch wenn ich in 840 oder so aufnehme, ich weiß es gar nicht genau. Mehr Bildschirmauflösung habe ich gar nicht. Ich könnte mir zwar mehr machen, aber ich finde es so eigentlich schon perfekt. Das Problem ist halt nur immer, das Fadenkreuz sieht bei Sfax immer so verpixelt aus ein bisschen. Das stört mich so. War's das schon? Ja, hier Dias. Ach, das war's schon. Es waren nur vier. Ich dachte, jetzt kommt noch eins, aber na gut, dafür war das eine jetzt auch ein bisschen größer. Und wir haben zumindest schon wieder mal 19 Diamanten. Mit Strip Mine geht's natürlich jetzt nicht weiter. Wir werden die Spitzhacken dann auch noch verbrauchen. Und nächste Folge werde ich mal schauen, was ich da machen kann. Wahrscheinlich gucke ich mal, ob ich am Haus ein bisschen weiter bauen kann oder ich hole mir wieder Nether Quartz, wie wir es schon mal in der Folge gemacht haben. Ja, kann ich rennen hier. Okay. Ja, dann kann ich hier nochmal das Eisen mitnehmen. Obwohl ich das hier eigentlich auch erstmal rein tue, ganz normal. Kohle kann mit. Gold, die Dinger. Lapis. Ja. Der Rest bleibt hier. Und es ist noch Tag. Mal sehen, ob wir das jetzt noch schaffen in dieser Folge. Ich bin mir noch nicht sicher. Erstmal ein bisschen anders hinsetzen hier. So geht das schon. Und dann haben wir Fledermäuse wieder im Hintergrund. Ja, dann haben wir hier unsere schöne alte Landschaft, den guten alten Automat.
außer Betrieb. Habe ich in einer ersten Folge gebaut. Es ist 2 Jahre her jetzt. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die First Step Höhle, beziehungsweise Mine. Das war auch geil. Da wurden Pickaxe-Gang. Hier darf nur mit der hölzernen Spitzhacke geformt werden. Ja, das waren Zeiten, wo ich damals mich mit der Holzspitzhacke durchgegraben habe. Oder war das sogar der Gang? Ich weiß es gar nicht. Ah, das sieht aus. Schön, schön hier. Ja, ja. Ich werde das jetzt auch so unberührt lassen, so wie es ist einfach. Hier haben wir natürlich jetzt den Weg. Und unsere erste Hütte. Und ich glaube, zum Abschluss der Folge lege ich mich dann nochmal ins Bett. Und ja, da vorne das andere Haus, wo ich in Folge 20 oder so dann hingezogen bin. Hier dann unser Automat 3.0. Das sind schon Erinnerungen, die hier drin stecken. Und dann hier vorne dieser komische hässliche Weg, wo ich das so hässlich gemacht habe. Hier. Das muss nochmal fixen irgendwann. Und ja, dann kommen wir hier in unser neues Gebiet, wo ich halt ein bisschen produktiver bin. Hier unsere Felder, die Tierfarm, die Gaststätte. Ja, mit dem Glowstone sieht natürlich jetzt nicht so cool aus hier in den Texturen. Dann hier das Dach, das muss man auch nochmal fertig machen. Das werde ich auf jeden Fall demnächst tun. Und unser neues Haus halt hier, wo wir jetzt wohnen. Wo ich auch noch weiterbauen muss. Ja, mal sehen, aus welchen Materialien ich das dann hier bauen werde. Muss ich mal schauen. Und jetzt esse ich erstmal was. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in der nächsten Folge. Die wird wahrscheinlich gleich im Anschluss noch hochgeladen nachher. Oder was weiß ich, wann ihr das guckt hier. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann wieder. Und tschüss.